Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Arms. Heute gehen wir mal ans Eingemachte. Wir überlegen uns, wie wir jetzt unsere Sammlung langsam mal anfangen wollen. Nachdem wir uns jetzt dafür entschieden haben, dass wir unbedingt was im amerikanischen Bürgerkrieg machen wollen. Ich werde heute erstmal zwei, drei allgemeine Dinge sagen und dann gehen wir auf die Südstaatler ein. Die sind ein bisschen einfacher als die Nordstaatler. Die Nordstaatler mache ich dann nochmal gesondert im zweiten Teil. Wenn ich beide zusammen mache, macht das ein bisschen umfangreich. Im zweiten Teil werde ich dann auch erklären, wie man gegebenenfalls beide Seiten des Konfliktes sinnvoll sammeln kann. Heute aber geht es erstmal nur um die Südstaatler, die, wie gesagt, etwas schlichter zu sammeln sind, sage ich mal. Ja, bevor wir irgendein Modell kaufen, sollten wir uns überlegen, wie soll denn die Basierung aussehen? Da wir ja auf Massenarmeen abzielen, mit mindestens Brigadestärke, empfiehlt sich Einzelbasierung nicht unbedingt. Man fährt natürlich meistens sehr sicher, wenn man 20x20 mm Eckbases einzeln nimmt oder auch 20 mm Rundbasis, das geht natürlich auch. Dann kann man die Modelle auch für Skirmisher benutzen und wenn man sich dann entsprechende Multibases besorgt, hat man auch angemessen große Einheiten für Massensysteme. Kann man machen. Sieht oft nicht so schön aus, gerade so Feuerlinien, wo man die Modelle ein bisschen versetzen muss oder auch mal einen Verwundeten reinkleben will. Das ist mit den Einzelbasierten nicht so einfach. Gängige Standards sind vier Modelle auf 40x40 mm oder sechs Modelle auf 45 mm breit, 40 mm tief. Ich bevorzuge Letzteres. Erstes ist aber auch völlig in Ordnung. Da stehen die Modelle halt nicht so eng. Da sieht man dann gegebenenfalls mehr vom Einzelmodell. Das hat so den Vorteil. Der Nachteil ist halt einfach, so standen sie halt nicht. Also die Soldaten waren früher schon sehr eng, Schulter an Schulter wirklich, die haben sich quasi berührt. Das tun sie auf 40x40 mm nicht. Sollen sich natürlich auch nicht wirklich berühren, die Modelle. Das ist meiner Meinung nach optisch immer nicht so toll. Aber sie sind dann schon sehr nah beieinander. Auf den 45ern mit 6 Modellen. Ihr braucht natürlich aber deutlich mehr Modelle pro Base. Also wenn ihr ein System habt, wie wir zum Beispiel mit Longstreet, wo es auf die Base-Zahl ankommt, dann nur bei 10 Bases Maximumzahl bemalen wir halt 60 Modelle, ihr würdet dann 40 bemalen. Im Zweifelfall, wenn ihr schon eine Spielgruppe habt, dann fragt mal nach, wie die das machen. Wenn ihr das neu anfangt, dann müsst ihr euch ja im Grunde nur mit euch einigen. Ja, dann ist die nächste Frage, wie groß soll unser Regiment werden? Auch das ist, wie gesagt, bei Longstreet, bei dem System wäre es relativ egal, weil man halt Bases kauft. Da hat man irgendwas zwischen 2 Bases und 10 Bases pro Regiment Infanterie. Für so Massensysteme wie Hail Caesar, wo wirklich die Einheit... Black Powder natürlich, wo die Einheit wirklich bis zum Ende gleich bleibt. Da macht man meistens so 24 bis 30 Modelle, hängt wieder dann ein bisschen davon ab, was für eine Basebreite ihr nehmt. Wenn ihr die 40er mal 40er nehmt, dann sind 6 Bases, denke ich, schon ganz sinnvoll. Wir nehmen in der Regel 5 Bases, aber man könnte auch bei den 45 Breiten sicherlich auch nur 4 nehmen. Ich finde ungerade Zahl als Nordstaatenspieler schöner, weil man die Fahnen schön in der Mitte hat. Bei 4 Bases stehen die halt auf 2 verschiedenen. Das ist bei den 6 Bases natürlich auch so. Ne? Bei einer geraden Zahl stehen die dann in der Mitte auf 2 verschiedenen Bases. Sieht in der Marschkolonne unter Umständen etwas seltsam aus. Da sage ich aber noch was zu, wenn es um den Nordstaatler geht. Für den Südstaatler ist es tatsächlich erstmal optisch relativ egal. Ja, jetzt haben wir uns dafür entschieden, sagen wir mal, wir entscheiden uns wirklich für die Sparvariante. Wir nehmen 40er Bases und davon 6 Stück, also 24 Modelle. Jetzt ist die nächste Frage, machen wir generische Einheiten oder suchen wir uns konkret eine Brigade aus? Das ist beim Süden tatsächlich auch eher zu vernachlässigen, weil wenn ihr jetzt sagt, wir machen einfach eine Brigade von 1863, in der Army of North Virginia, die sahen da alle relativ gleich aus. Eine besondere Uniformität war nicht gegeben und die hatten eigentlich alle eine Fahne, die war eigentlich immer die gleiche. Gegebenenfalls stand eine Regimentszahl drauf, aber musste auch nicht unbedingt sein. Das wäre auch so klein,
das fällt da wahrscheinlich nicht groß auf, ob die da ist oder nicht. Also wenn er da einfach 0815 generisch die Fahne runterladet, dann kann das das 23. Virginia sein, das kann das 5. Georgia sein, das kann das 11. North Carolina sein, das spielt keine Rolle. Insofern ist es beim Süden tatsächlich keine so schwierige Entscheidung. Es gab ein oder andere, das ein oder andere Regiment natürlich, was schon sehr auffällig war. Gerade wenn wir da auch von den Suaven aus Louisiana reden, dann haben wir schon sehr konkrete Regimenter. Aber das muss man ja nicht unbedingt abbilden. So, der nächste Schritt wäre jetzt zu entscheiden, wie man die Sammlung angehen will. Möchte ich gleich wirklich Masse kaufen und mich da durcharbeiten oder möchte ich lieber schrittweise vorgehen? Ich weiß, dass viele dieses schrittweise Vorgehen bevorzugen, weil es ein bisschen gesünder ist. Man arbeitet so Modelle weg und kauft sich dann erst neue. In der Realität sieht es meistens ja anders aus. Ich bin aber tatsächlich ein Freund davon, erstmal ordentlich was an Masse zu kaufen. Nicht nur, weil man es am Ende sowieso tut, sondern weil mir das hilft, die Regimenter richtig zu designen. Manche Boxen geben halt nicht ganze Regimenter her in unserem 24-Modelle-Maßstab, sage ich jetzt mal, oder in unserem, bei uns sind es ja 30 Modelle, beziehungsweise ist es irgendwas zwischen 24 und 30, dazu kommen wir aber auch noch. Manchmal habt ihr dann so Sachen, dass vielleicht in einer Box bleiben 10 Modelle übrig, die marschieren gerade, und in einer anderen Box bleiben 10 Schützen übrig, die kann man aber wieder nicht mischen, weil das einfach albern aussieht, wenn der eine Typ gerade seine Waffe lädt und der andere hinter ihm latscht gerade mit gezogenem Bajonett in ihm rein. Das würde ich auch wirklich unterlassen. Also diese Mischung, macht euch wirklich Gedanken, wie ihr eure Einheiten designen wollt. Kann ich euch aber auch schon mal beruhigen, ist aber in den Südstaatlern auch wieder deutlich einfacher als bei den Nordstaatlern. Was letzten Endes an der Massenprodukt-Plastikfigur liegt. Da gibt es nämlich nur einen Anbieter. Das sind die Perry Miniatures von den Perry-Zwillingen. Wenn ihr jetzt schrittweise vorgehen wollt, fangen wir damit einfach mal an. Dann würdet ihr einfach die Box ACW-80, so ist die abgekürzt, das ist die Südstaaten-Infanterie, kaufen. Enthalten sind da, die kriegt ihr so für etwa 20 Euro und enthalten sind da 44 Modelle. Ja, ich sag jetzt so lapidar für 20 Euro, also je nachdem wo ihr einkauft, kann das auch schon mal hoch bis 25 oder 27 gehen. Müsst ihr euch einfach mal ein bisschen durchklicken, nur durchs Netz, wo die wie teuer sind. In den 44 Modellen sind enthalten 40 normale Soldaten. Die haben, also ihr könnt die zusammenbauen in Bayonet Charge oder in Weitschulter Shift heißt das, ne? Wenn die so mit geschultertem Gewehr vorstürmen. Ich würde sie auch eher so zusammenbauen, weil ich habe zwar auch einige Regimenter, ne, mit Bajonettangriff mir gebaut, aber das ist im allgemeinen Spielbetrieb immer etwas schwierig. Die Bajonette ragen nach vorne über die Base hinaus, neigen da auch stärker abzubrechen. Wenn die die nach oben halten, dann sind die eher über der Base bei den meisten Modellen. Da müsst ihr dann allerdings ein bisschen aufpassen, wenn er die transportiert, wenn er die auspackt gegebenenfalls, dass er nicht in die Bajonette greift. Ja, und dann habt ihr, wie gesagt, diese vier Kommandomodelle. Das sind zwei Offiziere und zwei Trommler. Es gibt auch eine Standarte, also eine Fahne, eine Fahnenstange mit entsprechenden Armpaaren. Dafür gibt es auch einen Soldaten unter den 40, also pro Gussrahmen einer. Das sind immer 5er Gussrahmen, den man die Munitionstasche extra anklebt, oder man lässt sie eben weg und drückt ihm diese Fahne in die Hand. Ne? Also da könnt ihr einfach jemanden zu auserkoren. Trommel im Angriff, müsst ihr euch überlegen, ob ihr die dabei haben wollt. Das sieht schick aus, ist schon richtig. Ich habe auch ein paar Einheiten, wo die mit dabei ist. Aber so richtig ran an den Feind, das war nicht so üblich, dass der da unbedingt mitlief. Die beiden Offiziere und auch der Trommler sind jeweils immer das gleiche Modell. Bei größeren Einheiten, so 24 aufwärts, kann man durchaus schon zwei Offiziere reinpacken in die Einheit. Ist halt nur zweimal der gleiche. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt euer erstes Regiment malt, würde ich vielleicht tatsächlich einfach mal einen Trommler mitnehmen. Einfach für die Auflockerung. Den Fahnenmann und einen Offizier und den Rest eben entsprechend normale Soldaten. Der Offizier gehört eigentlich auch nicht zur Standarte auf die Base. Der lief eigentlich woanders. Der Trommler gehört ja, wie gesagt, eigentlich gar nicht dahin. Den könnt ihr im Grunde hinpacken, wo ihr wollt. Das heißt, fahren in die Mitte, dann könnte man den Offizier auf eine andere Base einfach setzen. Das wäre historisch logischer. Ja, also. Könnt natürlich auch so eine klassische Kommando-Base machen, wo der Offizier drauf ist, der Fahnenträger und der Trommler
Das machen viele. Da habe ich auch ein paar Bases, bei denen ich das so gemacht habe. Warum nicht? Ne? Es sieht schick aus. Die meisten wissen nicht, dass es falsch ist. Wenn das dann ganz genau nehmen wollt, könnt ihr, und ihr nehmt den Offizier da raus und packt ihn da nicht drauf, könnt ihr auch die restlichen Soldaten, die da bei der Fahne sind, könnt ihr den Sergeant-Streifen anmalen. Dann habt ihr das ziemlich historisch. Ja, weil der Fähnrich wird in der Regel von einer Gruppe Sergeanten begleitet. So, jetzt haben wir ein Regiment bemalt. Das heißt, mit der zweiten Box, die wir dann kaufen, hätten wir dann schon drei Regimenter bei 24 Modellen. Und dann sind wir schon da dran an einer kleinen Brigade. Ne? Also klar, wenn ihr jetzt 30er Modelle macht, dann seid ihr da gegebenenfalls erst bei der dritten Box. Also 30er Regimenter, 30 Modelle pro Regiment, dann seid ihr natürlich erst bei der dritten Box so langsam angekommen. Dann fehlen euch gegebenenfalls noch welche. Da kann man dann überlegen, ob man vielleicht aus Metall ein paar dazu kauft, die da reinpassen. Oder auch ein paar extra Offiziere, damit die nicht alle gleich aussehen. Vielleicht noch wichtig zu wissen, ihr könnt den Offizier auch ein bisschen variieren. Ihr könnt nämlich entscheiden, was für eine Kopfbedeckung der bekommt. Sonst gibt der aber nicht so viel her. Wie kommen wir jetzt an zusätzliche Offiziere? Da gibt es ein recht breites Angebot von Foundry und den Perrys natürlich. Die Foundry-Modelle sind auch von den Perry-Brüdern. Das heißt, die passen sehr gut zu dem Stil. Ihr könnt auch bei Crusader welche bekommen. Da ist aber immer nur ein Offizier pro Blister. Dafür ist der Blister ein bisschen günstiger. Das sind dann immer vier Modelle. Zwei Fahnenträger, ein Offizier, ein Trommler. Ja, den Trommler, da kommt man schwer drum rum. Wenn man wirklich nur Offiziere will, könnte man auch bei Eagle Managers gucken. Die verkaufen Einzelmodelle genauso wie Dixon Managers. Die sind allerdings einen Tacken kleiner als die Perry-Modelle, aber das geht. Also das kann man ganz gut mischen. Gegenstück wären Redoubt und First Corps. Die sind ein bisschen größer, ein bisschen plumper. Gerade die von First Corps haben allerdings meiner Meinung nach auch häufig recht grob designte Hände, sag ich mal. Da, ja, es gibt, also ich habe einige, wie gesagt, von meinen Regimentern mit drin. Der Hammer sind sie nicht unbedingt, aber kann man benutzen. Ne? Der Masse fällt dann nicht so auf. Aber besonders Verlustmodelle von denen nutzt, die ein bisschen die Foundry und Perry Verluste, die ich schon hatte, so ein bisschen zu ergänzen. Ja, Verluste, wie gesagt, wären auch eine Möglichkeit, die man da mit zunehmen kann. Also Soldaten, die gerade getroffen wurden, die da im Lauf umfallen oder vielleicht schon da liegen. Man kann auch Feinde natürlich dann irgendwie auf die Base legen. Das lockert das Ganze auf und ihr spart auch ein paar Modelle. Ganz besonders hervorheben möchte ich hier das Foundry Set CWH-13. Da bekommt ihr einen Hornisten, einen Offizier, einen Fahnenträger, einen berittenen Offizier und einen Trommler. Das ist insofern ganz interessant, weil er natürlich das Ganze auflockert, wie gesagt. Der Hornist ist ganz cool, weil eigentlich bei jedem Offizier immer ein Hornist, also beim Regimentschef, ne, immer ein Hornist mitlief. An so Hörner zu kommen, ist nicht so einfach. Wenn ihr da Wert drauf legt, dann besorgt euch vielleicht mal eine Box Kunststoff-Kavallerie von den Perrys. Da sind drei identische Rüstrahmen drin. Das heißt drei Hörner auch. Ihr braucht aber nur eins für ein Regiment. Ja, also die 12 Modelle ergeben meistens ein ganz solides Regiment. Und dann bleiben zwei Hörner übrig und die könnt ihr dann in die Infanterie-Regimenter mit reinsetzen. Kavallerie als Südstaatler braucht ihr eh irgendwann, warum dann nicht gleich am Anfang? Also vielleicht ist das sogar dann eure zweite Box. Einfach nur, damit man sie hat. Ja, Artillerie und Limber wäre dann noch so ein Thema. Da würde ich einfach die Artillerie-Box von Paris kaufen. Da sind drei Geschütze drin mit den gängigsten Rohren. Für den Süden empfiehlt sich eher Napoleon und Haubitzen zu bauen, vielleicht eine Haubitze, zwei Napoleons. Man kann natürlich auch Rifles nehmen, das sind die anderen beiden Rohre, die Ordnance Rifle und die Parrot Rifle. Ja, die wurden meistens erbeutet und dann von denen benutzt. Das steht euch völlig frei, aber so die typischen Südstaatler, die stellt man sich dann eher mit der Napoleon und der Haubitze vor. In der Box sind auch drei Limbarkarren, aber keine Besatzung dafür und keine Pferde. Von den Perrys gibt es ein Set, um das zu ergänzen. Da bekommt man dann entsprechend die Pferde und die Reiter und auch die Leute für den Kutschbock. Ist eine schöne Sache und in vielen Systemen braucht man den Limbar auch. Also wäre jetzt keine Anschaffung, die ich früh tätigen würde, kann man aber machen. So, wenn wir dann so unsere drei oder sogar vier Regimenter zusammen haben und auch unsere Artilleriebatterie, dann brauchen wir natürlich noch einen Chef. Und da kommt jetzt wieder dieses Set von Foundry ins Spiel, CWH-13, denn da ist ja der berittene Offizier mit bei.
Den kann man jetzt natürlich prima als Brigadegeneral benutzen. Ne? Optimalerweise stellt er noch einen Soldaten dabei mit einer Fahne. Eigentlich müsste der auch auf dem Pferd sitzen, aber ja, entweder zwackt er dann einen von den Kavalleristen ab und setzt ihn da drauf, so mache ich das meistens. Oder eben, ja, ihr lasst ihn alleine reiten oder stellt noch einen Fahnenträger zu Fuß dabei. Das geht auch, machen auch viele. Ja, und jetzt haben wir ja die Kavalleristen, wie gesagt, eventuell auch schon längst besorgt und auch bemalt. Zur Abwechslung ist das auch ganz nett, mal zwischendurch Kavallerie zu bemalen. Die ist generisch, die kann man halt wirklich für Nord und Süd benutzen. Jetzt brauchen wir die aber auch zu Fuß. Ja, also das ist das Problem, aber auch im amerikanischen Bürgerkrieg natürlich jeden Kavalleristen auch zu Fuß, weil die eigentlich eher zu Fuß gekämpft haben. Ne? Sie sind dahin geritten, wo sie gebraucht wurden, sind abgesessen und haben dann zu Fuß gekämpft. Wenn euch mal ein Regelwerk über den Weg läuft, wo das regeltechnisch nicht möglich ist, dann schmeißt es weg. Dann ist es Quatsch. Also das braucht kein Mensch wirklich nicht. Also ganz ehrlich, dann nehmt es bitte nicht. Ja, wo kriegen wir jetzt die abgesessenen Kavalleristen her? Da habt ihr auch wieder mehrere Möglichkeiten als Südstaatler. Ihr könnt einfach abgesessene Kavalleristen kaufen. Die gibt es von allen möglichen Anbietern. Da wäre auch Crusader sicherlich empfehlenswert. Die Perrys haben einige. Wargames Foundry hat auch welche. Das sind aber eher Nordstaatler. Die eignen sich nicht so gut für Südstaatler. Tja, Redoubt hat, wie gesagt, natürlich auch welche von First Cow, das hatte ich ja schon gesagt, das sind nicht ganz so schöne Modelle. Dixon Managers hat welche, die sind halt auch ein bisschen in die Jahre gekommen, etwas klein und knubbelig. Ich mag die, aber mag nicht jeder. Leider gibt es da auch sehr wenige Bilder auf deren Homepage, man kauft da recht viel blind. Ihr könnt auch die generische Infanteriebox tatsächlich kaufen. Auch wieder von den Perrys. Ne? Dann habt ihr eure abgesessene Kavallerie aus Kunststoff. Jetzt mag man gleich rufen, Moment, aber abgesessene Kavallerie, die haben ja Karabiner. Und außerdem Säbel, das hat ja die Infanterie nicht, das ist richtig. Allerdings ist das besonders am Anfang des Krieges bei den Südstaatlern etwas anders gewesen. Ich habe vorher nochmal nachgelesen, das 8. Texas hat im Mai 1862, 8. Texas Kavallerie, neue Munition angefordert. Da waren ein paar tausend Schuss Schrotflinte bei, 1000 Schuss für Karabiner und tatsächlich fast 30.000 für Musketen. Das heißt, die überwiegende Masse der Soldaten hatte tatsächlich Vorderlader-Musketen. Manche hatten eine Mississippi-Rifle noch, also ein Vorderlader-Gewehr. Aber also wirklich die allermeisten Kugeln, über 20.000 Kugeln, wurden verlangt für ganz normale klassische Vorderlader-Musketen. Ja, also das heißt, ihr könnt da durchaus die Infanterie quer nutzen. Säbel haben die Südstaatler sowieso häufig zugunsten von mehr Revolvern abgelegt. Der Sinn des Säbels erschloss sich denen nicht so ganz. Dem war der Six-Shooter deutlich lieber, da haben die dann übrigens auch um die 12.000 Patronen geordert in der Bestellung da, die ich da liegen hatte. Also da macht er sicherlich nichts falsch, wenn ihr da einfach aus Kunststoff die Musketiere nehmt oder die ganz normalen Infanteristen, sag ich mal. Wenn ihr das macht, nehmt vorzugsweise die mit kurzen Jacken und verpasst denen einfach gelbe Markierungen. Tendenziell sollten die eher Hüte als Kappen tragen. Ja, aber dann geht das auch erstmal. Ihr könnt die auch im Zweifel später immer noch austauschen oder verbessern, ne? Dann kauft er halt später nochmal Kavallerie nach und besorgt euch echte abgesessene Kavallerie und dann mischt ihr diese Bases einfach. Ja, also schadet nichts. Kann man wirklich machen, denke ich. Das sollte relativ bedenkenlos gehen. Also das sind dann eher, ja, manche Regimenter wurden auch tatsächlich Mounted Rifles genannt. Also eher sowas wie Dragoner. Das wäre jetzt der schrittweise. Das schrittweise Vorgehen, was ihr auch machen könnt, so eine Art All-In. Ihr kauft einfach den ganzen Kram, den ich jetzt gesagt habe, zusammen. Oder ihr kauft euch von den Perrys die sogenannte Battle in the Box. Da habt ihr 4 Kanonen drin, 2 Kunststoffgeneräle, die es nur in dieser Box gibt, 12 Reiter, also Kavalleristen, und an die 170 Infanteristen. Da sind auch jede Menge Offiziere mit bei. Da sind 4 Gussrahmen von diesen generischen Soldaten drin. Da könnt ihr euch also schon mal abgesessene Kavallerie draus bauen. Ihr habt dabei dann auch den generischen Offizier. Da kriegt ihr dann ein bisschen Vielfalt in eure Offiziersriege. Ihr habt Suaven mit dabei, 24 Stück. Wenn ihr 24er Regimenter spielt, dann seid ihr da schon glücklich.
Ja, ihr habt die, wie gesagt, die Kavallerie, ihr habt zwei Generäle. Da könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr gleich zwei Brigaden macht. Und ihr habt um die 80 von diesen Südstaatler-Infanteristen. Was euch fehlt, ist ein Limber. Da würde man dann im Grunde ein Komplettset kaufen müssen. Kann man dann irgendwann danach machen. Was sehr schön ist, in der Box sind auch gefühlt 20 Meter Zäune und ein nordamerikanisches Farmhaus. Da habt ihr also gleich schon so ein bisschen thematisches Gelände dabei. Das fehlt uns dann ja auch noch. So, und wenn ihr dann so eine Brigade fertig habt, dann könnt ihr das im Grunde alles zweimal noch wiederholen und habt dann eine Division und dann könnt ihr auch mal über eine Kavalleriebrigade vielleicht nachdenken. Man kann auch erstmal einzelne Kavallerieregimenter da mitlaufen lassen, ne, die dann als Kundschafter irgendwie da fungiert haben. An sich auf dem Schlachtfeld war das aber nicht üblich. Die Kavallerie operierte in eigenen Verbänden. Aber ja, ne, fürs Wargaming ist das manchmal nicht so ganz einfach mit der Separierung der Kavalleristen. Aber wenn ihr wirklich auf Divisionsgröße geht, dann sollte man vielleicht wirklich zumindest über eine Kavalleriebrigade nachdenken. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von den Südstaatlern. Ich werde Verlinkungen zu diesen Boxen beim Hersteller, bei den jeweiligen Herstellern, euch zukommen lassen, ob ihr die dann da vor Ort bestellt oder ob ihr euch einen Online-Shop in Deutschland sucht. Das überlasse ich euch. Da tut sich nichts. Also, ihr könnt natürlich auch jetzt gegen meine Empfehlung hier das nicht aus Kunststoff machen, sondern gleich alles aus Metall. Ne? Also, das geht auch. Würde ich nicht machen, allein wegen des Gewichts, aber dann würde ich glaube, dann wäre ich Kunde von Crusader. Die haben sehr schöne Regimentsdeals mit 24 Modellen pro Regiment. Das sollte man vielleicht auch erwähnen. Es gibt auch von First Corps entsprechende Regimentsdeals. Da kann man eine Menge machen. Jo. Das wäre es dann erstmal. Ich wünsche einen schönen Abend, morgen, Mittag oder wann auch immer. Und sage, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal bei Two Arms. Ciao. Glory, glory.